Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Die Lautstärke kann, glaube ich, für Elan nicht minimal zu laut ist, aber ich bin schon verständlich in den Aufnahmeeinstellungen. Deswegen werde ich einfach ein bisschen... Ja, also ich bin da immer noch verständlich, also ist alles okay. Könnt euch ein bisschen lautere Musik ein bisschen gefallen lassen. Bitte müsst ihr mich nicht mir die ganze Zeit mit einer dummen Stimme zuhören. Gut. Dann schauen wir mal, was hier unten uns erwartet. Okay. Habe ich nicht getroffen? Versuchen wir das nochmal. Eigentlich müsste das ja funktionieren. Ich schieße so. Und laufe hinterher. Und er wird nicht getroffen. Gut. Ah, ich kann ja noch springen. Okay. Ich kann auch wieder schießen. Sehr schön. Was ist denn da oben? Kann ich das wieder kaputt machen? Nö. Lauf rein. Ich bleib auch dort stehen. Ah, jetzt muss ich auch noch. Es gibt ja Jump and Run Action. Ich sehe es schon kommen. Oh, das wollte ich gar nicht. Schieß. Ich schieße ja nur, wenn ich springe. Also ich da. Oh, ich kann durchschießen. Na, schaffe ich nicht. Wie mache ich denn den da oben am besten? Ah, ich weiß schon wie. Oder auch nicht. Wird also schnell genug sein. Und besser springen. Oh, ein Secret. Bin ja echt super. Komme ich da nicht hoch? Ich will ihn. Das war nicht so schön. Vielleicht jetzt! Jetzt vielleicht wieder einsetzen? Huch, der fährt durch. Nee. Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Kommt man da einfach hoch? Das mache ich mir gerade eine unerfüllbare Aufgabe. Und ich glaube, da kommt man nicht hoch. Muss ich mir im Kopf in Erinnerung behalten. Vielleicht wird Doppelsprung oder so hier. Fachwerk hat das ja auch nichts war. Müssen wir da hoch? Ne, wir können von hinten besiegen. So, kommen wir nicht ran. Na, ist doch lieber nicht so anspruchsvoll wie letztes Mal, wo ich so Probleme hatte. Wow, falscher Knopf. Sei besiegt. Ich erwische ihn sogar von unten. Oder auch nicht. Boom. Ein Herz. Ah, egal. Jetzt erst nach oben. Da unten kann man immer noch gehen, später. Komme ich da nirgendwo hoch? Das kann doch nicht sein. Das ist unbegreiflich. Es kann doch nicht sein, dass ich hier überall nur ganz knapp nicht rankomme. Ah, geht doch. Hier ist nichts. Mist. Okay. Ich habe echt das Gefühl, dass wir noch einen neuen Sprungfähigkeit, bekommen bald. Oder Wandsprung? Haben wir einen Wandsprung schon? Nö. Ich verstehe nur manche von diesen Spinnen gerade nicht so ganz. Was bringt es uns, dass da eine Spinne ist? Also, uns allgemein nichts, aber trotzdem. Nein, hüpf da hoch. Okay, weg. Stimmt, muss ich ja noch gar nicht hin. Das sehe ich schon gleich kommen. Dass ich erst eine andere Fähigkeit. Nein! Oh, oh gut, nicht. Einfach von links rüber. Sieht leichter aus. Aha. Hm, toll. Oh nein! Hä? Ah, gut, das ging. Überlaufen. Kann man da noch irgendwas machen? Vielleicht was ein bisschen springt dafür. Dann bin ich nicht, was die Spinnennetze aussagen soll. Und. Nö, macht überhaupt nichts. Wenn wir ihn jetzt von hier einsetzen, treffen wir das Teil da oben vielleicht? Ja, tun wir. Und kriegen Geld. Und ein Erdrutsch.
Wasser. Und das füllt... Ich dachte, wir sollen das Wasser reduzieren. Jetzt können wir den hochschwimmen. Okay, ich muss nochmal zurück. Wieder ist das okay. Das erinnert mich auch wieder an diese Wasserminen im Wasser. Okay. Es sind natürlich auch von hier solche Bereiche sind, wo wir nicht hin konnten. Naja, alles ist besser als diese Tether Jump'n'Runs. Was ist denn das hier oben, bitte? Nichts. Okay, gut zu wissen. So, bis zum nächsten Bereich vorkämpfen. Wer ist da? Ach, nee, zu früh. Gut. Scheint aber sozialer zu sein als... Oh, ich glaube, ich habe die Wasser- und Luftbalken ein bisschen verbuggt gehabt. Und jetzt können wir hier aber auch hoch. Und können da Zico dran. Sehr schön. Schon wieder grüne Pampe. Pfui, immer noch klebrig. Super Gegner. Da war noch mehr oben, oder? Aber nur Luft. Jetzt ist die Frage, hätte ich ja weitergehen müssen. Ja, muss ich wieder den Weg gehen, na toll. Aber alles für die Secrets. Wir müssen hier oben doch so ein Geheimgang haben und schneller da durchkommen, das ist... Oh, eine Luft! Ich habe nicht aufgepasst. Oh, ich habe nicht auf die Luft geachtet. Frage ist, es ist noch überschwemmt, das heißt... Ich habe auch noch die Kisten eingesammelt wahrscheinlich. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Ich sollte diesmal auf die Luft achten. Das hält die Luft ein bisschen verbuggt. Weiß man ja jetzt, wie es geht. Man muss ausspringen und dann sofort wieder rein. Und dann hält die Luft ein bisschen länger als erwartet. Als normalerweise es halten sollte. Ja, merkt man schon gleich gar nicht mehr, dass es nicht hardcore ist. So viel Damage, wie die Teile machen. Weiter. Gleich anspruchsvoller, wenn die ganzen Mobs noch da sind. Minimal. Ach, ich hätte hochgemusst. Ah, dieses Ziel, eine Teil ist ganz schön, dieses eine ist ganz schön nervig. Hoch, hoch und an die Luft. Gut. Ah. Okay, dann schalte ich die halt hier aus. Toll. Na, kann ich ihn so besiegen? Wahrscheinlich nicht. Jetzt kriege ich dich aber. So, der erste ist weg. Das ist schon mal gut. Jetzt kann ich hier hoch. Ich hätte gleich hier hochgekommen. Doofkopf. Ich werde das Geld auch mitnehmen. Na, toll. Jetzt kommen wir da rüber. Ja, ja. Nächsten Safe Point. Da geht's noch höher. Ich hätte wahrscheinlich ihn von hier oben erst kaputt machen sollen. Die lag jetzt gar nicht höher, oder? Muss ich ausprobieren. Nee, ich werde abgebremst, da kann man auf jeden Fall nicht hoch. Sehr elegant gelöst, nicht. Gut. Also hätte man normalerweise nicht von unten schon kaputt machen sollen können, wie ich es gemacht habe. Man soll es erst von... Oh, Luft. Man hätte es also erst von da oben, wenn man rechts davon steht, kaputt machen sollen. Da haben wir so einen kleinen Gamebreaker gemacht. Nee, ganz klein. Kein schlimm, aber... Hätte man schon bedenken müssen eigentlich. Vor allem, dass ich den Weg jetzt das vierte Mal oder fünfte Mal so ab hier. Nein, ja, fahr doch in der Luft. Sehr schön. Höher. Höher. Da ist Luft. Gut. Und wir haben es geschafft. Der Schwert auch wieder ready. Achso, dann werden die wahrscheinlich immer wieder ready, wenn ich einen anderen betreten habe. Ach, dann ist unten das Wasser reingeflossen, hier oben ist das Wasser frei. Okay. Keine Mobs zu dir? Und ich fall trotzdem drauf rein. Doppelt. Waren wir nicht schlecht. Gut. Der ist auch geschlagen. Den hab ich schon gehabt, oder? Ja. Weil ich gestorben sind alle Mobs natürlich wieder da. Ah, oh, wie schlecht ich bin. Ich bin fast tot.
Nicht so lange wir die aufhalten. Nur die Wichtigsten auf den Weg schlagen. Ja. Und so. Jetzt essen sie sich doch wieder fast alle. Das tun wir jetzt gleich, kommt ein Bosskampf wahrscheinlich. Ja. Da oben war ein Speicherpunkt, oder? Und ein Zombie war. Stirb. Wo war der Speicherpunkt nochmal? Hilfe! Toll! Da ist es nicht gerade sicherer. Die Augen machen bestimmt gleich auf, wenn ich auf den Bereich da rauf gehe. Bestimmt wachen die gleich auf. Haha, ich komme nicht ran. Voll rein, das Schwert berührt ihn doch! Boom! Ein Treffer und ich bin weg vom Fenster. Oh, Level up. Rettung in letzter Sekunde. Schild und Leben. Sehr schön. Hier oben war doch irgendwo. Da. Okay, die kann ich nicht reaktivieren. Schade. Ich bin stärker geworden. Merke schon, ich kann jetzt schon mit einmal aufladen besiegen. Das ist gut. Dann gehen wir zuerst mal hier lang, würde ich sagen. Den Boss will ich jetzt als letztes machen. Die Augen werden bestimmt nicht aufwachen. Das muss so sein. So. War richtig? Ach, ich muss die alle auf einmal besiegen. Okay, wartet. Alle auf einmal aktivieren. Dachte ich mir schon. Musik. Ich muss die kleinen Tiere dort besiegen, okay. Oh. Also, wie ist das denn? Immer wenn ich unterbrochen werde. Einfach raufhauen. Unfair. Ach, Herz. Oh, ich hab ihn. Jetzt noch den Geist. Schon sind meine HP wieder leer. Oh. So, wenigstens glaube ich, dass das der letzte Geist wahrscheinlich war. Oh, naja, sehr schön. Oh, ich würde mal sagen, wir sind eigentlich nicht bereit für den Boss, aber... müssen wir ja, wie es aussieht. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Feuer und Level Up, glaube ich, schaffen wir nicht. Hatten wir ja gerade erst. Ah, super. Echt grandios gut manchmal. Natürlich meine ich es nicht ernst. So. Bisschen vorsichtiger vorangehen. Und beide erwischt. Ja, 5 HP. Kriegen also 5 pro Herz. Ich glaube, es war früher anfangs weniger. Oh nein. Ich laufe ja auch noch rein. Aber ich muss einfach. Ich muss glaube ich eh rein. Ich habe da links vor der Boss. Na gut. Da hat er einen Speicherpunkt, der wird uns ja voll heilen, das ist gut. Werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Vielleicht da rein. Gut, versuchen wir uns an den Boss. Jatai, das ist, ach, das ist Jatai, dieser Anführer von denen. Ihr seid also die Eindringlinge, die sich in meinen Wald gewagt haben. Dieser Wald gehört dem König von Dämonia. Auch wenn er in der Nähe des Kaiserreichs liegt, ist er unser Revier. Menschen, Dämonen, ihr seid doch alle gleich. Sich wegen einer Linie auf einer Karte umzubringen. Nun, das hier ist mein Wald, weil ich und meine Geisterfreunde hier leben. Diese Geister sind eure Freunde? Aber ja doch, sie unterhalten mich, wann immer mir danach ist. Das hört sich eher nach Dienern an, als nach echten Freunden. Echte Freunde? Was wisst ihr denn schon davon, Menschen? Naja, wir haben echte Freunde. Wenn ihr Menschen euch für so etwas Besonderes haltet, dann findet meine Geister. Ihr werdet nicht durch diesen Wald kommen, ohne sie zu schnappen. Was? Ihr habt alle meine Geister gefunden? Ja. Dann dürft ihr, wie versprochen, den Wald verlassen. Aber, mit wem soll ich denn jetzt spielen? Verschwindet und kommt nie wieder. Der arme Hüter, er weiß gar nicht, was es heißt, Freunde zu haben. Setzen wir unsere Reise fort. Mega Klink. Bis zum Lager meines Vaters ist es nicht mehr weit. Du bist kein Boss, ein echter Freund. Geht jetzt und kommt nie wieder. Können wir gegen... Kein Postkampf? Und jetzt. Bam. Oh. Das macht mich doch ein bisschen traurig. Erstens, weil ich mich auf den Bosskampf gefreut hatte.
Und zweitens dachte ich, naja, vielleicht können wir doch irgendwie helfen und uns Party aufnehmen oder so. Das ist jetzt aber enttäuschend. Na cool, wir können hier speichern. Bald dran. Ja, hier waren wir schon mal. Okay. Hoch oder links? Ich gehe jetzt mal links. Ah, ein Secret, sehr schön. Ja. Nice. Wenn die jetzt mal da sind, machen wir uns etwas Schönes. Vielleicht haben wir schon genug für das Schwert, dann machen wir uns das Schwert. Freue mich schon drauf. Rechts geht's nicht weiter. Mal probieren, dann gehen wir oben lang. Sehr schön. Vielleicht hätten wir auch gegen kämpfen können, weil wir nicht alle Geister gefunden hätten zuerst. Kann gut sein. Keine Secrets, okay. Lager der Dämonen. Gut, aber ich würde sagen, das Lager der Dämonen betreten wir nächstes Mal erst. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich schalte nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Evoland 2. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.